Einen Tag vor dem Champions-League-Spiel beim CFR Cluj in Rumänien ist die Stimmung beim FC Bayern am Boden. Der Grund? Präsident Uli Hoeneß hatte Trainer Louis van Gaal am Wochenende scharf kritisiert. Demnach bewerte van Gaal Spieler falsch und zeige sich eigensinnig und beratungsresistent. Nach dem aktuellen sportlichen Aufwärtstrend mit 5 Pflichtspielen ohne Niederlage eine verbale Ohrfeige für den Niederländer. Dass er nicht glücklich war, das kann man sich ja vorstellen, aber das ist jetzt alles, glaube ich, nicht das Primäre. Das Entscheidende wird sein, dass man jetzt miteinander kommuniziert, miteinander spricht und nicht übereinander, glaube ich. Weder Hoeneß noch van Gaal wollten sich am Dienstag vor dem Abflug zu diesem Thema äußern. Dass Rummenigge die Streithähne so einfach wieder auf Kuschelkurs bringt, ist momentan nur schwer vorstellbar. Wir haben verabredet, dass es zeitnah ein Gespräch geben wird mit Louis van Gaal, mit Uli Hoeneß und dem Vorstand und natürlich mit dem Ziel, die Unstimmigkeiten zu beenden. Jetzt muss man dieses Gespräch mal führen und dann wird man weitersehen. Die Mannschaft nimmt das Scharmützel zwischen Trainer und Präsident zumindest nach außen hin gelassen zur Kenntnis. Der Trainer ist jetzt 1,5 Jahre da und es ist so oft über ihn gesprochen worden, auch von den Spielern. Da brauchen wir jetzt im Moment nichts hinzuzufügen. Wir müssen zusehen, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir morgen den Einzug ins Achtelfinale klar machen in der Bundesliga, dann am Wochenende in Gladbach 3 Punkte holen. Und wenn uns das gelingt, wird sich auch das andere beruhigen. Zum Einzug ins Achtelfinale reicht den Bayern schon ein Unentschieden. Dennoch bleibt allen Beteiligten noch viel Arbeit, um den Verein wieder auf Kurs zu bringen.